Gnädige Frau, das ist aber lieb, dass Sie da sind. Ja, Sie haben mich eingeladen. Also eigentlich sind alle eingeladen. Ja. Ja, ja. Ja, ich bin immer so kess in meinen Reden, aber die schon da waren, die haben das ja schon mitgekriegt. Ne? Oder die mich länger kennen, wissen das eh. Wen darf ich denn bitten, mir so ein bisschen Hinweis zu geben auf die Zeit? Dass wir so 17:45, dass ich da nochmal ein bisschen... Gut, machen Sie dann. Gut. Dann weiß ich nämlich in etwa, wo ich bin. Das heißt, den wollte ich dann aushaben. Habe ich auch. Gut. Ich weiß das sonst auch selber, wie ich das mit meinen Zeiten halten muss, aber es kann ja manchmal sein, dass man sich dann doch verdiskutiert oder verschnackt oder wie auch immer. Ganz kurz erstmal, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass ich einige bekannte Gesichter, aber auch viele neue Gesichter sehe. Kurz zu mir, zu meiner Arbeit. Ich bin seit 26 Jahren niedergelassen als Allgemeinarzt, Naturheilverfahren Sportmedizin in Lübeck. Ich habe etwa 15 Jahre Kassenmedizin gemacht. Ich habe 15 Prozesse gegen Kassen und KV geführt. Ich habe den letzten Prozess gewonnen. Das ist dann immer sehr gut. Und der Landessozialrichter hat mir gesagt, Herr Volkmann, Sie machen eine tolle Medizin, aber die können die Kassen auf Dauer nicht bezahlen. Sie müssen privatisieren. Und seit 10 Jahren bin ich Privatarzt. Und einige haben gesagt, das geht ja vor die Wand. Ein Allgemeinarzt als Privatarzt, Sie dürfen mir glauben, es geht mir gut dabei. Es geht meinen Patienten gut dabei. Ich habe internationales Publikum aus Dubai oder aus den USA. Da diskutieren wir nicht über das Geld, sondern da diskutieren wir höchstens über die Ernährung, was die Leute zu ändern haben. Und wenn jemand mit mir über Ernährung diskutiert und weiß schon alles, dann frage ich ihn, warum er überhaupt gekommen ist. Weil es bei mir nur Biokost gibt. Wenn jemand chronisch krank ist, 100% Bio, alles andere ist Quatsch. Ordentlich Wasser trinken und Wasser aus einer Glasflasche oder aus einer guten Wasserleitung in Deutschland. In den USA kann man eigentlich gar kein Wasser aus der Leitung trinken, das ist Chlorlauge. Das sind so Sachen, die Grundsätze sind bei mir und wer sich darauf einlässt, der hat in der Regel ganz gute Karten, chronische Dinge loszuwerden. Dann will ich in medias res gehen. Hypoallergene orthomolekulare Therapie, das habe ich für meine Praxis so selber entwickelt. Im Grunde genommen ist das das, was Linus Pauling auch gesagt hat. Der hat nie Pillen genommen, der hat immer Rohstoffe genommen. Als ich das erste Mal hörte, hat mir das ein Mediziner verklickert. Der Linus Pauling, der hat ja ein Rad abgehabt, der hat die Chemikalien genommen. Ich habe auch gedacht, ja, ist ja komisch, schmeckt ja nicht. Aber er hat recht gehabt, alles andere, wenn Sie Ihre Präparate, die Sie heute verordnen, genau durchmustern, wenn Sie ein bisschen Ahnung von Chemie haben, dann sehen Sie, was Sie den Patienten für Müll verordnen. Und deshalb gibt es bei uns nur Hypoallergen, wirklich reine Substanzen, ohne Füllstoffe, ohne Hilfsmittel, ohne. Und wer will, kann die Kapseln sogar wegnehmen, kann die Pulver so nehmen. HOT, also die hypoallergene orthomolekulare Therapie bei Silent Inflammation, bei der diffusen chronischen Entzündung, die ja alle Leute immer mehr haben, abgekürzt SI, weil ich die Textplatz so ein bisschen anders nutzen wollte nachher. Am Beispiel von Allergie und Parodontitis, aber da werden auch ein paar andere schöne Sachen dabei sein, die Sie sicher interessieren. Macht hier jemand Sportmedizin? Was für eine Medizin? Sportmedizin? Na gut, hätte sein können. Also ich habe auch was Sportmedizinisches dabei. So, ganz simpel als Aufhänger, gerade Achsen, egal wo, sind Gesundheit. Wenn Sie unten durchgehen und Sie gucken sich unsere Kolleginnen und Kollegen oder sich selber im Spiegel an, dann finden Sie kaum einen, der gerade ist. Alle sind sie krumm. Nicht nur die FX-Meyer-Bäuche, die Hängebäuche, sondern alles andere ist auch krumm. Ne? Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ach ja, dir geht's gut. Mach doch mal den Mund auf. Ja, mach ich doch. Ne? So, das können Sie den ganzen Tag überall sehen. Aber den Menschen geht's gut. Ich habe auch solche Diskussionen vorhin schon wieder am Stand gehabt. Ich tue auch alles für mich. Ich sage, nee, die Frau, warum haben Sie dann Schmerzen? Ja, ich mache ja schon viel. Schieferachsen, Krankheit. Und es gibt für alles heute Spezialärzte. Haben wir einen Orthopäden hier dabei? Ist auch auf dem Film festgehalten. Ist es schon so oft auf Film, dass ich das hier auch sagen kann. Die Orthopäden sind die überflüssigste Fachgruppe in der Medizin. Wenn Sie damit zum Orthopäden gehen, geht dem das Messer in der Tasche auf. Dabei müssen Sie die Leute anders ernähren. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum. So, das ist eine Folie, über die könnten wir eigentlich den ganzen Tag ein Seminar machen. Da kommen unsere Nahrungsmittel rein, aber da kommen eben die E-Stoffe rein in den Darm. Nahrungsmittelintoleranzen, Unverträglichkeiten entwickeln sich. Wir haben Dysbiosen mit Exotoxinen.
Wir entwickeln eine Maldigestion, wir entwickeln eine Malabsorption. Das heißt, es funktioniert eigentlich mittelfristig bei vielen Leuten gar nichts mehr. Dann müssen wir resorbieren, das ist das Blutsystem. Und dann müssen wir ausleiten, zum Beispiel über die Lunge, zum Beispiel über Niere, Blase, zum Beispiel die Frauen mit dem Ausfluss über die Gebärmutter, die Männer sowohl die Blase als auch über Sperma zum Beispiel. Dann haben wir hier die Galle, die Leber, die einmal den Gallensaft wieder enterohepatisch zurückgibt zur Entgiftung, Ausleitung, aber natürlich auch wieder in den Blutkreislauf zurückgibt. Dann haben wir die Haut, die durchblutet wird, die über Schweiß entgiftet, wo alles Mögliche rausgeht. Dann haben wir hier oben die Augen. Wir weinen zwar nicht immer, aber viele haben auch nicht nur morgens ihren Schlaf im Auge. Da wird also auch einiges abgegeben. Und dann haben wir hier das Ohr. Da habe ich einen Fall gehabt, ein kleines Kind, was an der Wirbelsäule operiert werden sollte, mit 10 Jahren. Der war seit dem 7. Lebensjahr rückenkrank, ganz schlimme Schmerzen, hat oft geweint. In der Uni hat man dann festgestellt, als er 9 war, er hat 2 fehlende Bogenschlüsse an Wirbelkörpern. Und so ein großer Professor weiß ja, wenn der Wirbel nicht geschlossen ist, da hinten der Bogen, dann macht das Schmerzen. Das macht genauso viel Schmerzen, als wenn man hirnlos ist als Professor. Und dann sollte dieser Junge operiert werden. Und das war ein Bauernsohn. Und der Bauer hat noch so ein bisschen Gefühl für normale Verhältnisse und sagt, der ist 8 geworden oder 7 geworden, ohne dass der Rücken weh tat. Und jetzt tut der Rücken weh. Und wenn Sie das operieren, warum soll das denn dann besser werden? Ja, das wird dann besser, sagt der Professor. Dann sind die zu mir gekommen, bei der Anamnese, sagen die Eltern, der Junge geht 3-mal die Woche, müssen sich auf der Zunge zergehen lassen, 3-mal die Woche zum HNO-Arzt und lässt sich die Ohren ausgraben. Ich sage, wie ausgraben? Ja, der geht da mit dem Spatel rein und holt da die Sachen raus. 3-mal die Woche. Ich hatte mit den Eltern am Telefon vorher schon über Ernährung gesprochen, dann war der Junge da, haben wir das nochmal besprochen. Dann sage ich, du isst nur Scheiße. Und die Scheiße soll eigentlich unten rauskommen, aber bei dir kommt sie da raus. Aus welchen Gründen auch immer. Da haben die mich natürlich so angeguckt. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Als der unter unserer Therapie innerhalb von 4 Wochen völlig schmerzfrei war, ist er noch 1-2 Mal bei seinem HNO-Arzt gewesen. Und dann ist er einmal im Jahr da zum Gucken. Das war für ihn eine bevorzugte Ausleitung von Farbstoffen, Aromastoffen, von Moam, von den bunten Smarties, von Schokolade rauf und runter, von Chips und Fritten. Unser Sohn isst nicht, Bauernsohn. Wie gesagt, wissen Sie, Essen, Kind isst nicht, ist eine reine Erziehungssache. Das heißt, Sie müssen ihn erziehen. Ja, wir können nicht. Ich sage, dann müssen Sie ihn operieren lassen. Und wenn er dann 3-mal operiert ist, können Sie ja kommen. Ich habe mit ihm gesprochen, intelligenter Bursche, ist ja nicht doof, so ein 10-Jähriger. Ich sage, du kannst dich 3-mal operieren lassen oder du kannst gleich was ändern. Seitdem ist er normal, hat keine Ohrenschmerzen, hat keine Rückenschmerzen, hat einen sehr guten Schulabschluss hinterher gemacht. Das sind alles die Spielchen, die Hand in Hand gehen. Überall, auf allen Ebenen, wenn Sie das hier angucken, da haben wir überall die Möglichkeit für Silent Inflammation, für chronische Entzündungen, die nicht überschwellig werden, aber die im Gewebe sind und die das Gewebe zerstören oder Funktionen zerstören. So, wenn Sie die Frauen fragen, wie ist mit Ausfluss? Ja, ist ja normal, hat ja jeder. Wenn Sie haben wir Gynäkologen hier dabei? Hier outet sich keiner. Nicht? Hier gibt es nur noch Allgemeinärzte oder Heilpraktiker. Aber ist egal. Mindestens jede zweite Frau hat Ausfluss. Ja, wo kommt der denn her? Ja, der kommt von drinnen. Der kommt daher, dass diese gesunde Bauchhöhle langsam vollgelaufen ist wegen der mistigen Ernährung. Und dann gibt es den weinenden Darm. So kenne ich das noch aus meiner OP-Zeit. Dass sie den Bauch aufmachen und sagen, das ist ja ein See da drin. Wir haben mal einen Mann aufgemacht, die haben nur keine Abflüsse da unten. Da haben wir, weiß ich, 10 Handtücher reingemacht, um das ganze Wasser rauszuholen. In der Absaugung kriegten sie das erst so gar nicht hin. So, da hätten wir ein Apparat holen müssen. Der war vollgelaufen mit Wasser. Nicht Aszites, sondern Exudation und Auflagerung auf dem Dünndarm hauptsächlich. Dicke Fibrinbelege drauf und, und. So, und das ist bei den Frauen eben schön, dass die das ausleiten können. Das weniger Schöne ist, dass das, was da rauskommt, ein pH von 8 hat. Wir wollen da unten aber ein Vaginal-pH von 4, 4,5 haben. So, und dann kriegen die natürlich aufsteigende Infektionen. Ist doch völlig logisch. Dann kriegen sie auch ihre Präkanzerose da unten. Und wenn sie den Nachschub an Dreckwasser reduzieren,
Und wenn Sie dann da unten noch eine Scheidensanierung haben, dann brauchen Sie die Präkanzerose da eben nicht zu operieren. Dann sage ich zu den Frauen, die mit dem Papier kommen, lassen Sie das mit der Operation. Nehmen Sie das Gewebe als Ampel. Wenn Sie sich gesund verhalten, wenn Sie sich gesund ernähren, wenn Ihr Körper eine gesunde Regulation hat, dann gehen Sie auf den Stuhl, fragen den Gynäkologen, gucken Sie mal, wie es mir geht. Dann guckt der Gynäkologe rein, sagt, sieht super aus, und dann sind Sie glücklich und dann können Sie auch Kinder kriegen. Nach einer Konisation gibt es ja alle möglichen Probleme. Wissen wir auch. Das sind jetzt, habe ich im Rahmen einer gynäkologischen Veranstaltung mal so ein paar Sachen zusammengesucht, gynäkologische Informationen, Potenzial von Probiotika. Sie kennen ja jetzt so Mikrobiom, hat schon mal jemand gehört, nicht? Und da gibt es mal so einen Darm, der wichtig sein soll. Kann man jetzt irgendwo lesen in der Zeitung. Wir haben das mal studiert, aber der Darm ist ja Unsinn. Den brauchen wir ja nicht. Oben schmeißen wir was rein, unten kommt was raus, dazwischen interessiert uns nicht. Und dann gibt es einen Leberspezialisten, dann gibt es einen Nierenspezialisten, dann gibt es einen Bauchspeicheldrüsenspezialisten, dann gibt es einen Blasenspezialisten. Aber es gibt keinen, der sein Hirn einschaltet und sich fragt, warum ist das denn alles krank? Und wenn ich eine Organerkrankung habe, dann habe ich primär immer drei Ausrufezeichen, außer das Organ ist angestochen worden. Primär immer eine chronische Darmerkrankung. Denn über den Darm wird alles andere gestreut und gesteuert und nicht verstoffwechselt, falsch verstoffwechselt, geht in Unterhautgewebe, Submucosa und. Und dann kriege ich den Menschen krank. Und wenn ich den Dreck rauskriege, wenn ich den Darm vernünftig saniere, kann sich alles andere erholen. Probiotika zum Schutz vor bakterieller Vaginose in diesem Fall und Frühgeburt, das ist ein kanadischer Kollege. In einer Gesellschaft, die mehr auf Krankheit als Gesundheit fokussiert ist, die Allopathie höher als natürliche Prävention schätzt, ist es einfach schwer, Probiotika in den klinischen Mainstream zu bringen. Wenn Sie mit Kolleginnen und Kollegen reden, sage ich mal was mit dem Darm, dann sagen Sie, du bist ja komisch. Machen wir doch ganz anders, das brauchst du doch alles nicht. Explodierende Gesundheitskosten steigern den Druck, klinische Studien zum Gebrauch von Symbionten, die mehr als körpereigene Zellen für den Menschen tun, ins Zentrum der Forschung zu rücken. Das macht der Professor Bosch, der dieses Jahr auch wieder bei unserem Workshop in Lübeck dabei sein wird. Der spricht genau über diese Symbionten, die viel, viel, viel wichtiger sind als die meisten Zellen, die wir sonst so haben. Ohne diese Symbionten kann keiner von uns überleben. Das hat sich wahrscheinlich noch keiner von Ihnen jemals überlegt, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Zystitis wurde, Studienreport, antibiotisch therapiert, aber Bakterien persistierten weiter in der Perianalzone. Wir schließen daraus, dass andere Faktoren, neben persistierenden Bakterien im vaginalen Introitus, wichtig für die Entwicklung aufsteigender Urogenitalinfektionen sein können. Ich habe Gyn- und Geburtshilfe in Kiel gemacht, in den 80er Jahren. Damals ging das los mit endoskopischen OPs. Dann hatten wir Frauen da, Gynäkologen sind ja auch nur Menschen, ne? Manchmal so die Fachärzte. Ist halt so bei den Kollegen. Ist bei den Kolleginnen manchmal auch so, aber die Männer sind noch schlimmer. Die haben dann gesagt, wenn die Frau zum 10. Mal mit einer Endometriose kam, zur OP, die Frau ist OP-geil. Die will sich aufblasen lassen. Da habe ich gesagt, sag mal, habt ihr ein Rad ab? Das tat damals richtig weh, die Drücke waren noch höher und so weiter. Die haben Zwerchfellprobleme gehabt, die haben Atemprobleme gehabt, 3, 4, 5 Tage danach. So, und dann haben wir da reingeguckt, da war nichts drin, keine Endometriose zu sehen. Dann habe ich 85, 86 gesagt, dann ist der Schmerz, der die Frauen zu uns führt, nicht die Endometriose, sondern es muss was ganz anderes sein. Ja, folgt man nur immer mit deinen komischen Ansichten. So, seit Anfang der 90er Jahre sage ich, Endometriose ist eine Erkrankung einer Metaplasie von proliferierenden, hochproliferativen Geweben in einem pathologischen Nährlösungsbad. Die essen nur Dreck, wenn Sie alle Endometriose-Frauen fragen, wie hältst du es vor der Regel? Ich brauche Süß, ich brauche Chips, ich brauche dies und das. Die essen nur Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und ich sage meinen Frauen dann in der Praxis, wenn wir das diskutieren, und die fangen manchmal an zu diskutieren, dann sage ich, Sie fressen sich Ihre Schmerzen selber an. Können Sie aber so nicht sagen. Ich sage, doch, genau so kann ich das sagen. Ich sage, wenn Sie das auf den Index setzen, dann werden Sie sehen, in 4 Wochen haben Sie schon wesentlich weniger Schmerzen und in 8 Wochen sind Sie eventuell schon schmerzfrei. Obwohl noch Befunde da sind von der Endometriose, das ist ja auch das Spannende. Ernährung, Nahrungsmittelintoleranz, Immunmodulation und Silent Inflammation, SI.
Das stand schon vor 15 Jahren in der Welt am Sonntag. Wenn Sie sich mit Kollegen unterhalten und sagen, wir brauchen heute Vitamine, dann sagen die, ist alles Blödsinn. Das ist Geschäftemacherei, das ist Quatsch, brauchen wir alles nicht. Was wir heute brauchen, sind viele Medikamente, die immer teurer werden. Jede Innovation, die gar keine Innovation ist, die kostet ein Wahnsinnsgeld, aber Vitamine, die nichts kosten, die brauchen wir alle nicht. Und Sie sehen bei den Gemüsen Reduktionen zwischen 50% und 100%, wobei ich immer sage, die Stangenbohne wächst nicht ohne Natrium, das glaube ich erstmal nicht, das ist ein Laborfehler, aber das ist auch wurscht. Und hier sehen wir bei den Obstsorten 32% bis 67% Reduktion, hier zum Beispiel Eisen in der Apfelsine oder in der Orange. Das sind Dinge, die fehlen uns. Dazu kommt, dass die Menschen früher heißt noch vor 30, 40 Jahren, körperlich mehr gearbeitet haben, größere Portionen gegessen haben, nicht 1200 Kalorien, sondern 2500, 3000, 4000, 500, je nachdem, was ich gearbeitet habe. Und dann waren da auch noch mehr orthomolekulare Substanzen drin, das ist ja völlig logisch. Wenn ich aber jetzt sowieso eine Schmalkost habe und dann ist da so wenig drin, dann ist es auch klar, dass die Bevölkerung immer kranker wird. Und ich habe früher Berufspolitik gemacht und dann die Normalwerte, Sie sind schon tagälter, Sie haben das vielleicht mit Erfolg verfolgt, dass das die Gamma-GT zum Beispiel immer höher normal wird oder dass die Lipase, die früher mal 0 bis 3 war, inzwischen 0 bis 60 normal ist. Und dann habe ich gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn alle Allergiker sind, dann ist Allergie keine Krankheit mehr. Das ist unsere Gesellschaft. Immunmodulation ist Ausdruck eines Fließgleichgewichtes von bevorzugter Ernährungsform, intestinaler Mucosa und Organfunktion, intestinaler Symbiose oder Dysbiose. Die meisten Menschen haben einen chronisch kranken Darm. Und das hängt sowohl mit Umweltgiften, die wir einatmen und, als auch vor allen Dingen mit der Ernährung zusammen. Lokale orale Emission, ZMU, steht für Zahnmaterialunverträglichkeit. Sie müssen nur mal in die Münder Ihrer Patienten reingucken. Da kriegen Sie oft einen Schlag. Und wenn ich dann Zahnärzte vor mir stehen habe und sehe da 10 Amalgamfüllungen, dann sage ich, sagen Sie mal, haben Sie im Schrotthandel Ihr Studium gemacht oder wo haben Sie eigentlich Zahnmedizin studiert? Ja, wieso? Die sehen doch gut aus. Ich sage, die vergiften Sie jeden Tag. Ja, aber wenn man die rausnimmt, dann kriegt man ja einen Peak an Quecksilber. Ich sage, das ist richtig. Sehr gute Überlegung. Wenn Sie die in 20 Jahren rausnehmen, kriegen Sie einen Peak an Quecksilber. Wenn Sie die jetzt rausnehmen, kriegen Sie einen Peak an Quecksilber. Aber Sie haben 20 Jahre Emission gespart. Wäre ja auch mal eine Überlegung wert. Ach ja, so habe ich das noch nie gesehen. So einfach mal nachdenken, was machen wir denn? Was machen Menschen? Die haben da einen Klempnerladen drin, verschiedene Goldsorten, Palladium, quecksilberhaltiges Amalgam und so weiter. Da fließen Ströme und da sagen die Leute, ich habe Migräne. Sag ich, ja, kann ich sehen. Können wir eigentlich eine Lampe dran halten. Ne? Leuchtet jedes Mal, wenn die Migräne besonders schlimm ist. Bakterielle Virulenz, immunologische Leistungsfähigkeit des Patienten allgemein, da gehört Zink und Selen und ich weiß nicht was alles dazu, spiegelt die Gesundheit und orthomolekularen Status des Patienten wider. Wenn ich einen Patienten habe, der orthomolekular gut substituiert ist, dann hat der kaum einen Grund, krank zu werden. Dann werden die Leute auch durch den Winter gehen, in der Familie, wo alle krank sind, oder in einer Arbeitsgruppe, wo sie alle krank sind, und die haben eben keinen Virusinfekt. Die fallen nicht 2 Wochen oder 4 Wochen aus. Die sind da. Und gerade wenn Sie Selbstständige haben, die Sie behandeln, dann ist für den Selbstständigen das Dasein wichtig. Der kriegt keinen gelben Schein. Das Einzige, das müssen sich eigentlich alle Arbeitnehmer auch sagen, aber uns geht es ja zu gut in der Gesellschaft, das Einzige, was wir haben, um gut zu überleben, ist unsere Gesundheit. Die einen verkaufen die Arbeitskraft so, die anderen verkaufen sie so, aber ohne unsere Arbeitskraft geht es uns so einfach schlechter. Das ist doch völlig normal. Aber das wird alles ausgeblendet. Das schicke Auto ist wichtig und die Malediven sind wichtig. Andere Dinge brauchen wir nicht, erst wenn es schlimm wird. ITIS, Wechselwirkung, also alles, was mit Entzündung zusammenhängt. Im Zentrum sehen Sie hier den Darm. Für mich ist der Darm immer im Zentrum. CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankung, chronische Dysbiosen. Das, was die Patienten oft erst zum Arzt führt, ist die Allergie oder der Schmerz. Sonst kommen die ja nicht. Eine Autoimmunerkrankung tut ja lange nicht weh. Die haben dann unter Umständen dicke Fingergelenke und so, aber die werden immer dicker. Kann man nichts machen, tut ja nicht weh. Brauche ich nicht zum Arzt zu gehen. Haben eventuell eine Hashimoto-Thyreoiditis. Tut ja nicht weh, brauche ich nicht zum Arzt zu gehen. Erst wenn Sie Nebenwirkungen haben, dass eben der Schilddrüsenstoffwechsel wirklich im Keller ist, dann fällt auf, oh ja, die haben ja was. Infertilität. Als ich jung war,
war das Problem, die Freundin nicht zu schwängern. Heute ist das Problem, junge Paare schwanger zu kriegen. Ich sage das ganz bewusst so provokativ. 25% der Paare sind heute infertil. Ja, das fällt doch nicht vom Himmel. So, und wir sind hier im Osten, in Erfurt. In Leuna-Bitterfeld hat man 1990 eine Allergiestudie gemacht. In der Hoffnung, das waren hauptsächlich Wessis, aber die Charité war auch beteiligt. Charité hat ja einen großen Nimbus. Wir gucken mal, die müssen ja alle Allergiker sein. Bei der schlechten Luft und so vergiftet, wie das war. Ganz schlimm. Und dann waren sie ganz enttäuscht. Das waren keine Allergiker. 4% Allergierate. So ein Mist geht ja gar nicht. Aber sie hatten eine hohe Krebsrate. Das war auch nicht anders zu erwarten. Das sagt auch die Logik. Wenn ich Kanzerogene, Benzol, Toluol, wie sie alle heißen, dauernd einatme, auch Cadmium, dann kriege ich irgendwann meinen Krebs. Logisch. Dann hat man eine Follow-up-Studie gemacht. Wir sind ja ganz modern. Wir machen das alles Englisch. Follow-up, 2 Jahre später. Endlich hatten die armen Teufel in der Region Weststandard der Allergierate. 35%. Das war doch das Ziel aller DDR-Bürger. Weststandard. Damals war ich noch NAV-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. In der Eigenschaft habe ich oft in der Charité mit den Kollegen zusammengesessen. Da habe ich einen, der da beteiligt war an der Studie, mal so abends beim Bier gefragt. Ich sage, Herr Kollege, wie interpretieren Sie das denn? Ja, sagt er, wenn das einer wüsste, der kriegt einen Nobelpreis. Ich sage, dann schieben Sie ihn mal rüber. Ja, wie? Ich sage, das ist der klassische Fütterungsversuch in der Landwirtschaft. Die Viecher kriegen das zu fressen, dann entwickeln sie sich so, dann kriegen sie das zu fressen, dann entwickeln sie sich anders. Und meine Ossi-Patienten, wenn ich das mal so sagen darf, aus Greifswald oder aus Rügen oder von woher auch immer in Lübeck, wenn die dann 96, 98, 2000 zu mir kamen und ich fragte Anamnese, wann ging das denn los? Oh, ich bin schon lange krank. Oh, ich habe schon lange was. Ja, überlegen Sie mal, müssen wir wissen, so ein bisschen. Ne? Dann haue ich wirklich mit der Faust auf den Schreibtisch, dann sind die ganz wach. Ich sage, vor der Wende oder nach der Wende? Nee, vor der Wende habe ich das nicht gehabt. Ich sage, sehen Sie? So, Sie müssen nur versuchen, rauszukitzeln, wann ging das denn los? Wo sind denn die Zusammenhänge? Und dann ist das einfach spannend, dann haben wir den tollsten Beruf. Und dann werden alle oder fast alle Patienten handsam und sagen, ja, hat er ja recht, da hat er recht und da hat er recht und da hat er recht, jetzt mache ich das endlich mal. Und überlegt haben die sich ja auch schon vieles. Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, Parodontitis, Gingivitis, da gehen wir nachher auch noch kurz drauf ein. So, das zeige ich Ihnen hier, das ist ein Schema nach Voll, Zahnmeridian, Organzusammenhänge, HOT-Zusammenhänge, Magen, Dickdarm, Dickdarm. Magen. So, wenn Sie in die Münder reingucken, dann sehen Sie ja, dass in den Bereichen häufiger Füllungen sind. Andere Zähne sind freier. Da sehen Sie Probleme bei jungen Mädchen, jungen Frauen. Warum? Weil die oft ihre Nierenprobleme haben, die jungen Mädchen und die jungen Frauen. Da sind die Einser und die Zweier betroffen. Wenn Sie mit einem guten Zahnarzt reden, der sich Gedanken macht und sagt, ja, das stimmt. Die sind überproportional mit solchen Sachen belastet. Deutsche Gesundheitsstudie, das ist klassische Schulmedizin, Epidemiologie, da kann man überhaupt nicht drüber diskutieren. Und was an dieser Studie oder an dieser Zusammenstellung der Studien besonders spannend ist, ist 99, 2006, 99 haben wir blau. Bei 12 bis 15 ist nichts blau. Aber wir sind dabei, jetzt auch Weststandard für die Kinder zu kriegen bei der Parodontitis. Das müssen Sie sich mal überlegen, dass Kinder schon anfangen mit einer Parodontitis. Was ist das für eine Gesellschaft, die die eigenen Kinder so vergiftet, dass sie so krank werden? Inflammationsursachen, Fehlernährung, E-Stoffe, Antibiotika, Umweltnoxen, diese dauernden Antibiotikagaben. Ich sage immer, den Pädiatern, die dauernd das machen, denen muss man die Hand abhacken. Vielleicht wird dann das Hirn mal eingeschaltet. Das ist ein Verbrechen an den Kindern. Ich habe Kinder, die kriegen 6, 7 Mal ein Antibiotikum wegen Scharlach in einem Winter. Da sagt der Kollege, 6, 7 Mal Scharlach, ja, war Scharlach. Nee, sie haben einen Abstrich gemacht und er hat beta-hämolysierende Streptokokken nachgewiesen. Das sind 300 verschiedene Spezies und 3 oder 5 oder 7 von denen machen Scharlach. Und sie knallen jedes Mal ein Antibiotikum rein. Sind sie völlig hirnlos? Nein, das ist State of the Art. Ja. Gehirn amputiert, Entschuldigung. Intestinale Dysbiose ist die Konsequenz, geht gar nicht anders.
Es gibt Untersuchungen, schulmedizinische Untersuchungen, unstrittig. Bei mehr als zweimaliger Gabe eines Antibiotikums innerhalb eines Jahres haben Sie bleibende Veränderungen in der Besiedlung des Darmes. Bei mehr als zweimal. Jetzt denken Sie mal an die kleinen Würmer. Was die kriegen. Bleibende Veränderungen. Wir sind ja jetzt im Zeitalter der Stuhltransplantation. Das heißt, wenn Sie dann Scheiße fressen, werden Sie wieder gesünder. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen. Das, Entschuldigung, wenn ich das so böse sage hier. Aber das muss einfach klar sein. Was machen wir mit unseren Kindern oder mit uns selber? Und der HOT-Mangel. Aktuelle Quelle, Bundesamt für Risikobewertung 2007. Ist ja nicht so, dass ich hier Geheimnisse erzähle. Ein Bundesamt sagt, die Farbstoffe, die Konservierungsstoffe und, machen Allergien, machen Durchfallerkrankungen, machen hypergenetisches Syndrom, Restless Legs. Allergie finden Sie immer wieder, Allergie, Magen-Darm-Störung, Diarrhoe. So. Warum ist denn so ein Dreck überhaupt auf dem Markt? Warum konnte man diesen Fütterungsversuch mit der DDR-Bevölkerung überhaupt durchführen? Das ist Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung. ADI, Acceptable Daily Intake, höchste aufgenommene E-Stoffmenge, bezogen auf 15 Kilogramm schwere Kleinkinder pro Jahr. Quelle, Bericht der EU-Kommission, Stand 2001. Aluminiumsalze machen Alzheimer, 750% zu viel. Emulgatoren, 800% zu viel. Schwefelverbindungen, die auch das hier machen, Hyperkinetik und. 1200% zu viel. Also kein Grund zur Aufregung. Können die ja alle gut ab. Die haben alle ihre Neurodermitis, die haben alle ihre Durchfälle. Kinder haben Schmerzsyndrome hier in dem Alter, ne? Kriegen Schmerzmittel noch drauf. Da kann man dann auch schon überlegen, ob die Fentanylpflaster kriegen oder so, wenn das ganz schlimm ist. Die brauchen Wasser, die brauchen vernünftiges Essen, die müssen auf die Weide, dass sie sich bewegen. So haben wir den ganzen Quatsch weg. Aber dann brauchen wir ja keine Schmerztherapeuten mehr und keine schmerztherapeutischen Kolloquien, wo dann 10 Leute in der Runde sitzen und jeder gibt seinen Senf dazu, aber keiner hat richtig Ahnung, worum es geht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich weiß, ich mache mich wieder unbeliebt, aber es nützt nichts. So, auch bekannte Sachen aus Studien. Psychopharmaka, Kontrazeptiva, Senken, Folsäure, B1, B2, B6, B12, Vitamin E, Vitamin D, Calcium, Magnesium, Kalium, Zink. Geht alles runter, wenn Sie dauernd solche Pillen nehmen. Das Einzige, was hochgeht, was viele Frauen auch wissen, ich nehme die Pille und ich habe mit mal Wassereinlagerung. Ich kriege die Ringe nicht mehr ab oder ich habe dicke Beine oder ich muss nachts womöglich zweimal zur Toilette, seitdem ich die Pille nehme. Die Liebe macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn man die Pille nimmt. Warum nicht? Weil das alles nicht funktioniert. Wenn Sie eine Pille verordnen, müssen Sie eigentlich B-Vitamine verordnen. Das ist ein Selbstgänger. Ein guter Apotheker weiß das. Aber es macht kaum ein Apotheker. Und ein Arzt weiß sowas sowieso nicht. Mediziner haben das mal so irgendwo am Rande, aber eigentlich nicht gelernt und das braucht man dann auch nicht. Homozystein ist wieder was, womit man Geld verdienen kann, das wissen wieder einige. Und dann wissen wir auch, dass man da B-Vitamine braucht. Ach ja, die Frauen, die in Kinderwunschsprechstunden gehen, die haben alle ein hohes Homozystein. Die werden alle vor die Wand gefahren. Und viele dieser Frauen, die müssen sich mal angucken, wenn die ein Jahr in Behandlung sind, die sind in einem Jahr 5 bis 10 Jahre älter geworden, von außen. Können Sie über die Straße sehen. Die war doch letztes Jahr noch so fit. Ja, die war letztes Jahr noch fit. Aber jetzt läuft sie so rum. Jetzt will sie schwanger werden. Die ist nicht schwanger. Die will schwanger werden. Der tut alles weh. Die läuft wie eine alte Oma. Die Haut hängt, die ist grau und. Es ist grauslich. Pathologien für Silent Inflammation. Das ist eine Zusammenstellung von Lutz Nettoschiel in der Uni in Dresden, der sehr viel über AMMP8 gearbeitet hat. Über AMMP8 sage ich nachher noch kurz was. Heißt aktivierte Matrix-Metalloproteinase, ist ein Destruktionsmarker, der im Körper überall nachzuweisen ist. Aber der einfachste Zugang ist natürlich der Zahnhalterapparat. Da kommt ein Stick rein, wird ein bisschen Exudat quasi angesogen und dann kann man das Plättchen hinterher einschicken, untersuchen lassen und dann sieht man, wie sind die Belastungen. Da sehen Sie Lungenemphysem, rheumatoide Arthritis, Glomerulonephritis, Fehl- und Frühgeburt, septischer Schock, Colitis, Kornea, Auge, Tumorinvasion, Metastasierung, Parodontitis. Quer durch den Garten, ne? Wenn ich dann sage orthomolekulare Medizin, dann mache ich das, dann kommt häufig, ja, Sie machen ja mal das Gleiche. Ich sage, ja, Herr Kollege, ich mache mal das Gleiche. Ich habe einen kranken Menschen vor mir. Die haben alle den gleichen Mist gefuttert, die haben alle die gleiche kaputte Umwelt
Und deshalb mache ich überall das Gleiche. Ja, aber das geht ja gar nicht. Ich muss ja individuell behandeln. Ich sage genauso wie Sie. Ne? Ihre kriegen alle Antibiotika, die kriegen alle Cortison, die kriegen alle Schmerzmittel, die kriegen eventuell alle noch Biologicals. Auch so ein perverser Begriff der Neuzeit. Biological. Das sind die Produkte, die die Gesundheit wirklich völlig ruinieren. Aber Biological war eine ganz tolle Idee. Als Landesvorsitzender habe ich mal in so einem Kreis auch mit Pharmafritzen gesessen, ganz hochgestochene. Damals hieß der Terminus noch, wir haben ethische Medikamente. Ich als Naturheilkundler, ne, ich höre mir das an, ethische Medikamente, immer wieder ethische Medikamente, das war 93, 94. Die Frau Isa gibt es heute noch, die ist immer noch da ganz oben. Und dann habe ich irgendwann gefragt bei der Diskussion, ich sage, Frau Isa, können Sie mir mal erklären, so ethisches Medikament, ich sage, ist das Homöopathie oder sowas? Nein, nein, das sind die und die und dieser. Ich sage, dann ist also Homöopathie unethisch, ne? Und Phytotherapie ist unethisch, weil es die Menschen gesund macht, ohne Nebenwirkungen. Habe ich das dann richtig verstanden? So, das hielt noch ein Jahr durch, diese ethischen Medikamente, und seitdem gibt es dann die Biologicals. Das ist die nächste Umdrehung des Wahnsinns. AMMP8, Anstieg bei schwerer Entzündung, akuter, aber auch bei chronischer Entzündung. Gewebezerstörung zum Beispiel durch Insult. In dem Augenblick, wo ein Schlaganfall gelaufen ist, gehen sofort die AMMP8-Werte hoch, weil ja das Gewebe abgeräumt werden muss. Das soll ja bereinigt werden. Bei drohender Fehl- und Frühgeburt, aber letztendlich auch unter der Geburt. Die Destruktion der Fruchtblase läuft auch über AMMP8, aber dann ist es physiologisch, dann steuert der Körper das hormonell komplex und will das Kind ja loslassen. Aber die Früh- und Fehlgeburt, die wollen wir natürlich nicht haben. Allopathische Autoimmuntherapie, habe ich vorhin schon kurz angesprochen, die Antibiotika, auch Kombinationstherapien, Kortikoide, nichtsteroidale Antirheumatika, Immunsuppressiva, das waren die Biologicals. So, und das ist ein Kind, was Eltern gegen Unterschrift aus der Charité rausgeholt haben. Das sollte nämlich in eine Biological-Studie mit rein. Das kriegen wir nicht, das geht nicht, da muss man so. Und dann haben die Eltern gesagt, nee, aber ganz sicher nicht mit unserem Kind. Also entweder sie kriegen es so, und wenn sie es nicht hinkriegen, dann nehmen wir es wieder mit. Sagt, da weiß ich, 14 Tage gelegen, und das ist der Entlassungsbefund. Da habe ich schon Ärger mit der Charité gehabt, aber ich sage das trotzdem weiter. Die sollen sich dann kritisch ihrer eigenen Therapie stellen und nicht diskutieren. Darm, chronisch entzündliche Darmerkrankung, extraintestinale Manifestationen. Das ist ein Bild eines Freundes, um denen, die sowas selten oder nie gesehen haben, mal zu zeigen. Morbus Crohn, hier sehen Sie die Verengung. Da gibt es dann diese Strukturen und so weiter. Und da unten fließt der Eiter. So sieht das endoskopische Bild aus. So, und ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass der Orthopäde die überflüssigste Fachgruppe in der Medizin ist. Da ist der Dünndarmmuskel, der Quadrizeps. Und der führt die Patella. Und dann kennen Sie alle so dumme Sprüche und Diagnosen wie Patella-Spitzensyndrom und Knorpelglatze an der Patella und was es da nicht alles gibt. Der Orthopäde ist wahnsinnig kreativ im Schnitzen von Diagnosen. Wenn ihm nichts mehr einfällt, wird die Diagnose geändert. Und dann muss man da nochmal was machen. Wobei andere Fakultäten da manchmal auch sehr kreativ sind. Ich habe auch schon Patienten gehabt, denen Professoren gesagt haben, sie haben ein ganz seltenes Virus im Hirn. Und was ist das für ein Virus? Ja, das ist so selten, das haben wir noch nicht gefunden. Aber Sie wissen schon mal, dass Sie... Ja, das wissen wir. Dafür muss man heute Professor werden. So, nächster Punkt. Sartorius, Nebenniere. Hier unten steht Innenmeniskusschmerz, ist immer Ausdruck einer Stressstörung. In mehr als 80% keine OP-Indikation. Sie dürfen mir glauben, es ist 1:1 ganz simpel. Und wenn hier 20% überbleiben, dann ist das schon ein Ergebnis, was in der Schulmedizin ein ganz tolles Ergebnis wäre, wenn man da 80% Erfolge hätte. Erfolge im Sinne von Gesundheit und nicht von Disease-Management. So, und da sehen Sie die Lösungsansätze, wenn wir jetzt den Innenmeniskus nehmen. Der Vitamin B-Komplex Plus, Plus steht für Zink und Mangan mit den B-Vitaminen, aber alles rein, bitteschön. Vitamin A, E-Lycopin gelöst in Omega-3-Fettsäuren des Fischöls. Omega-3-Fettsäuren hier, Nebenniere, Nebenniere, Nebenniere. Nicht? Da brauchen wir sowas. Fette sind nicht ungesund, gesunde Fette sind gesund. Ohne Fette können wir nicht leben.
Spurenelemente Zink, Selen, Mangan und Chrom oder Magnesium und Magnesium, Calcium eventuell. Das gibt es bei uns als Carbonat. Ich habe das alles selber entwickelt. Ich habe viele Diskussionen hinter mir. Kann man Carbonate resorbieren? Nein. Nein? Nein? Sehr gut, Herr Kollege. Sie sind, was sind Sie? Allgemeinmediziner. Allgemeinmediziner. Warum kann man Carbonate schlecht resorbieren? Ich will Sie nicht ärgern, aber ich will nur mal so kurz was zeigen. Warum kann man schlecht resorbieren? Das ist die Frage. Das ist Allgemeinmedizin, ne? Entschuldigung. So, also er hat recht mit seiner Antwort erstmal. Die anderen haben sich nicht getraut, da sind noch ein paar dabei, die das auch so sehen. Aber ich erkläre es ja. Carbonate sind schlecht zu resorbieren, weil sie nicht wasserlöslich sind. Sagt Ihnen auch jeder Apotheker. Das ist auch richtig. Aber wo fallen die denn rein? Wir haben doch kein Wasser im Körper, oder? Habe ich mich da geirrt? Selbst wenn wir viel Wasser trinken, ist das da immer noch sauer. Das ist ein pH von, weiß ich, 2, 2,5, 3. Und dann ist Schluss. So, wenn man dann in die Tabellen reinguckt, wenn man ein bisschen Ahnung von Chemie hat, und Apotheker sollte das haben, aber die sind heute auch alle so, die meisten, nicht alle, dann guckt man die Dissoziationskonstante nach und dann sieht man, Carbonate dissoziieren zu 99,9% Periode in Bruchteilen von Sekunden in Säure. Und wenn Sie das Carbonat in Apfelsaft reintun, das sage ich meinen Patienten dann immer, wenn ich da mal so eine Diskussion habe, sage, geben Sie das in Apfelsaft rein. Meine Sportler tun das da sowieso als Fitnessgetränk rein. Ne? Dann sehen Sie, es fängt an zu mussieren. Sie haben mal einen Apfelsekt sozusagen. Weniger Säure und es mussiert. Und das ist das, was da passiert. Carbonate sind super zu resorbieren, weil sie sofort als Ionen im Magen vorliegen. Sofort. Sogar unter Omeprazol, was auch ein hirnrissiges Medikament ist. Extraintestinale Manifestationen. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Folien. Das sind reine schulmedizinische Studien. Da habe ich mir überhaupt nichts geschnitzt. Gelenkmanifestationen, Sarkoiliitis, Spondylitis, 26-24%. Periphere Gelenke, 11%. Seelenansatzitis, Achillessehne und so weiter, Achillodynie, 4%. Der Magen-Darm ist krank und die Achillessehne meldet sich. Osteoporose, 7-18%. Ich meine, alleine so eine Variabilität bei Studien ist ja schon erstaunlich. Wenn das wirklich State of the Art wäre, dann würde ich mir eine Streuung von 1-3% wünschen, aber bestimmt nicht eine Verdopplung und noch mehr. Das ist für mich nicht mehr State of the Art, das ist, weiß ich nicht, Rauchzeichenmedizin. Osteopenie, 34-67%. Ja, entweder habe ich eine Wissenschaft, die Wissenschaft, oder ich habe eine Wissenschaft, die Nebelkerzen schießt. Risiko für Wirbelfrakturen oder Hüftfrakturen 140% erhöht. Da sind sich einig. Wenn ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe, habe ich das Problem. Ich habe auch so eine Zunahme der Krebsraten. Das habe ich jetzt hier nicht mit dabei, aber das wissen wir auch. Hautmanifestationen. Erythema nodosum 19%. Pyoderma, sowas ähnliches wie das kleine Mädchen vorhin hatte. Das zeige ich Ihnen nachher noch mal im anderen Zusammenhang. 1-2%, kleinflächige trockene Ekzeme 10-20%. Meine Patienten müssen sich alle ausziehen bis auf die Unterhose. Auch Türken, auch Mohammedaner. Wer das nicht will, darf wieder nach Hause gehen. Ich sage, wir spielen nicht Onkel Doktor, wir sind beim Onkel Doktor und wir machen eine vernünftige Diagnostik und da muss ich die Haut sehen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion bei mir. Und wenn Sie die Patienten dann so angucken, dann sehen Sie nämlich auch mit mal, da sind Flecken und da sind Flecken und da sind Flecken. Ja, habe ich schon immer, habe ich schon lange. Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich mal Cortison drauf geschmiert, dann war das weg und dann war das wieder da. Ja. So. Gucken Sie sich das mal an. Urtikaria. Juckreiz, Hyperkinetik, Schlafstörung. Die junge Frau, die gibt es im Internetfilm, auf YouTube unter Urtikaria. Als sie zu mir kam, ich habe das alles mit ihr besprochen, ich darf das so sagen, ich durfte das auch im Film so sagen. Die hat sich gekratzt wie so ein Affe im Zirkus, ne? Oder im Zoo. So. Und es zitterte alles. Die wurde wahnsinnig. Ist doch logisch. Das ist doch Bild einer Allergie im ganzen Körper. Das ist eine Histaminose bis zum Anschlag, bis da oben hin. Da kann die doch nicht ruhig sitzen. Da kann die doch nicht ganz entspannt und locker sein. Die Frau ist richtig krank gewesen. 4 Jahre.
inklusive Psychiatrie. Stationär keine Ursachen fassbar, auch keine Besserung. Und dann war es psychisch. Ist auch logisch, ne? Ist Psyche. Psychosomatik kennen Sie, ne? Bei der Psychosomatik kommt jetzt mein nächster Schlag. Selber schuld. Das war's? Ja, ist ja Psyche. Sie haben Rad ab. Sage ich den Frauen dann auch. Ich sage, Sie sind 40, 45. Sie haben einen komischen Mann oder der Mann ist Ihnen weggelaufen. Ist doch logisch, dass Sie krank sind. Ja, fangen Sie nicht auch noch so an. Ich sage, ja, ich möchte ja nur, dass Sie mal wach werden, dass ich mal überlegen, was man Ihnen für einen Blödsinn erzählt. Eine Frau mit 50 muss ja ein Rad abhaben, ne? Ja, völlig klar. Sie sind schon über 50, bei Ihnen ist das schon wieder dran. Aber so, ja, wissen Sie, da fällt einfach nichts mehr ein, oder? Gehen Sie mal vernünftig mit Ihren Patienten um. Die Folien, die ich Ihnen jetzt zeige zur Psychosomatik, die habe ich erarbeitet, als ich einen Artikel für eine österreichische Zeitung über Psychosomatik schreiben sollte. Die haben mich angerufen, die hat mich mal irgendwo kennengelernt, haben sie mich angerufen, können Sie mal schreiben. Ich sage, Psychosomatik schreibe ich doch keinen Artikel, das ist doch Blödsinn. Ja, wie? Alle reden von Psychosomatik, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Ich sage, ja, mag ja sein, dass alle davon reden, sage ich, alle reden von Unsinn. Ich sage, Psychosomatik ist ein Aspekt und ist absoluter Quatsch. Ich sage, Psychosomatik ist für mich, weiß ich, 5% oder 10% vielleicht. Und alle anderen, die als Psychosomatiker rumlaufen, haben ganz andere Probleme. Ja, wenn Sie da über das Thema schreiben wollen, egal wie Sie es machen, ist uns wurscht, aber dann schreiben Sie mal. So, Psychosomatik, und hier sehen Sie schon einen anderen Begriff, Somatopsychik. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und hier sehen Sie jetzt was ganz anderes. Da unten ist das Soma, da oben ist die Psyche, da ist die Chemie. Wenn man ganz genau guckt, ist hier im Hintergrund ein komisches Dreieck. Und da oben ist noch was drüber. Darüber reden wir sowieso nicht, das ist sowas. Hokus Pokus, kommen Sie doch mal nach vorne bitte. Sie, ja, Sie. Ich möchte mal Hokus Pokus machen. Damit alle wissen, dass es Hokus Pokus ist. Sagt Ihnen Aura was, hier die Frau? Ja. Die ist versaut fürs Leben, ne? Mal kräftig hoch, bitte. Kräftig. Tut was weh? Normal, ne? Schwer. Ja. Ja. Schwer zu halten. Ja, schwer zu halten. Kräftig hoch. Tut was weh? Mhm. So. Also, eine Dame hat Schmerzen, ist schwach. Psychosomatisch, ne? So. Aura ist auch Quatsch, ist alles Blödsinn. Ist ja so ein Unsinn. Kräftig hoch. Tut was weh? Kräftig hoch. Tut was weh? Haben Sie gesehen, dass sie halten kann? Ich habe nur in ihre Aura gerührt. Ist alles Quatsch. Ich kann sie aber auch wieder abschalten. Nee, ich mache sie gleich wieder heil. Kräftig hoch. Kräftig hoch. Sehen Sie das? Kräftig hoch. Alles Quatsch. Ne? So, ich baue sie aber wieder auf, weil sie eine ganz liebe ist. Echt? Danke. Kräftig hoch. Tut weh? Kräftig hoch? Ja, Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Dankeschön. Ja, logisch. Wir beide machen das danach. Sonst sprengt das die Veranstaltung. Wissen Sie, das ist doch, sind doch die Interaktionen, die wir alle haben. Sympathie, Antipathie, das sind alles Dinge, die in der Aura ablaufen, wo wir uns gar keine Gedanken machen müssen, die aber da sind und die wir als Ärzte nicht negieren sollten, sondern nutzen sollten für eine vernünftige Behandlung. So, wenn wir jetzt auf diese Dinge eingehen, Chemie und Psyche, Chemopsychik, Psychochemik, was soll das denn, so ein Blödsinn? So, mach ich es Ihnen mal einfach, Chemopsychik. Wenn ich Ihnen Schnaps gebe, dann haben Sie doch hinterher psychische Veränderungen, oder nicht? Oder? Wenn ich Sie richtig anbrülle und ärgere, dann fließen doch mir mal die Tränen. Ist das auch keine Chemie? Das ist doch Chemie, oder? Wenn wir da unten das Soma haben und ich gebe da was Chemisches drauf oder ich verletze das Soma, dann habe ich da auch meine Wechselbeziehung. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Chemosomatik und Somatochemik. Und bei der Psyche und im Soma ist das genauso. Wenn ich sie anbrülle und sie machen sich in die Hose, dann ist das ja wohl Soma, was in die Hose gemacht hat. Aber Auslöser war ihre Psyche. Oder sie weinen oder irgendwie sowas. So, und dieses Dreieck, wer von Ihnen Applied Kinesiology macht oder vielleicht irgendwelche anderen Dinge, die so ganzheitlich arbeiten, der kennt diese Triad of Health oder dieses Gesundheitsdreieck oder wie auch immer Sie das nennen wollen, ist völlig wurscht. Was aber fast allen fehlt, oder wenigstens, ich habe bisher keinen gefunden, dem das nicht fehlte, ist die Energie. Deshalb habe ich sie eben gerade hier vorne gehabt, um Ihnen zu zeigen, was macht die Energie denn? Wir sind doch gar nichts, wenn wir nur das Untere betrachten.
Die Energie kommt von oben, ob das der liebe Gott ist oder ob das Allah ist oder ob das die Sterne sind oder ich weiß nicht was. Ich bete den Mond an, also nicht so, aber ich liebe einen Vollmond, da kann ich mich besoffen gucken. Wir haben eine Ferienwohnung, da gucke ich aufs Meer und wenn da der Mond aus der Ostsee rauskommt, wissen Sie, es ist einfach nur wunderbar, es ist für die Seele, zu jeder Jahreszeit. So, und da sehen wir doch, dass wir energetische Wesen sind und dass es uns bei einem Sonnentag und lauer Frühlingsluft besser geht, als wenn es kalt und November und regnerisch ist. Das sind doch alles Wechselbeziehungen, die mit der Energie zusammenhängen. Und dass Leute schlaflos sind, wenn der Mond die falsche Phase hat, nämlich Vollmond, das kennen wir, da kann man nicht sagen, das stimmt nicht. Da kann ich nur sagen, ist so, ist nicht bei jedem so, ist richtig, aber es ist so, wir sind in Wechselbeziehungen. So, achso, jetzt hat er alleine schon weiter geschaut. Ja, gut, dann wollen wir das mal machen. So, da sehen wir die Psyche, Serotonin als Beispiel, aber hier auch die körperformenden Kräfte des Geistes. Wenn jemand von Ihnen Anthroposophie macht, dann weiß er das. Dann hat er diese Begriffe gehört. Aber die anderen haben auch schon mal einen Schlaganfallpatienten gesehen. So, wenn Sie einen frischen Schlaganfall angucken und der Arm ist gelähmt und der Arm ist in Ordnung, dann legen Sie die nebeneinander und sehen die beide gleich aus, alles in Ordnung. Wenn Sie den aber ein halbes Jahr später angucken, dann hat er seine Glanzhaut, dann hat er seine Schweißneigung eventuell, dann hat er einen ganz anderen Haarwuchs und so weiter. Da fehlen die körperformenden Kräfte des Geistes. Das haben die sehr genau beobachtet. Ob wir an Steiner glauben oder nicht, ist völlig wurscht. Das ist eine reine Beobachtung und wir machen Erfahrungsheilkunde. Wir sind Ärzte für den ganzen Menschen, für kranke Menschen. Wir wollen Menschen gesünder machen. Da müssen wir den ganzen Menschen wahrnehmen und nicht irgendwelchen Stuss nach Leitlinien, die man mit D schreibt, Leitlinien, damit kriegen Sie nämlich keinen gesund. Da gibt es hinterher nur einen Zettel, haben andere viel schlimmer, anderen geht es noch viel schlechter, müssen Sie mitleben, kann man nichts machen, habe ich auch schon gehabt, irgendwie so dumme Sprüche. Wir wollen gesunde Menschen machen oder ihnen helfen, gesund zu werden. So, das limbische System, Hypothalamus und so weiter, da sind wir unterwegs auf dem Wege der Psyche. Das Soma, wenn ich eine Fraktur habe, habe ich dann natürlich Veränderungen in der Chemie oder wenn ich mich in den Finger schneide. Dann habe ich aber auch Veränderungen in der Psyche. Wenn ich da reinschneide, fange ich an zu weinen. Ist das eine psychosomatische Erkrankung? Nee, das ist eine somatopsychische Erkrankung. Und ich dann mit dem Hammer auf den Daumen haue und es blutet und es heilt hinterher, dann habe ich auch die Psyche, weil es erstmal wehgetan hat und ich weine eventuell. Und dann heilt was und dann blutet was. Das ist doch Chemie. Das müssen wir uns nur mal klar machen, dass das alles miteinander verwoben ist. Und dass man nicht sagen kann, ja, ich mache da unten ein bisschen was, Zahnfehlstellung ist ja gar nicht so schlimm. Wenn ich ein schlechtes Gebiss habe, geht die Verdauung von Anfang an schlecht. Punkt. Da geht es nämlich los mit der Verdauung. Thyalin haben wir mal gelernt, so im Studium. Ne? Aber das Zerkleinern ist auch ein Schritt. Das Einspeicheln. Die Sekrete, die die Verdauung langsam in Gang bringen. Das geht da los. Das geht über einen gesunden Magen weiter. Nicht mit Omeprazol. Und das geht dann im Dünndarm weiter. Und das geht dann im Dickdarm weiter. Und wenn Sie was Gesundes essen, wenn Sie sich wirklich vernünftig, gesund, biologisch frisch ernähren, dann haben Sie nicht so einen Bauch und dann tut der üblicherweise auch nicht weh. Der tut weh, wenn Sie hier irgendwo in ein Restaurant gehen. Ganz tolle Küche. Oh, super. Dann kommen Sie raus und sagen, oh, ich brauche jetzt erstmal 3 Schnäpse. Ja, warum gibt der Grieche Ihnen denn Schnaps hinterher? Weil der doch weiß, dass es Ihnen danach schlecht geht. So, der will Sie doch wiedersehen. Dann sagen Sie, oh, toller Grieche, der gibt uns immer Schnaps. Ja, toll, damit Sie das aushalten, was er Ihnen vorgesetzt hat. Chemie, E-Stoffe haben wir schon gehabt, Medikamente, Endoexotoxine, Elektrosmog. Im Grunde genommen, das ist Bioenergie gewesen, aber ich kann sie natürlich auch mit elektrischer Energie behandeln und ich kann Ihnen damit helfen oder ich kann sie kaputt machen. Das ist völlig klar, es kommt auf die Dosis an, es kommt auf die Art der Energie an und so weiter. Wundheilung und Orthomolekularia. Wenn ich eine gute Wundheilung haben will, dann muss ich ausreichend Orthomolekularia haben, weil das die Bausteine sind, um Eiweiße aufzubauen, um Narben hinterher zu retrahieren und so weiter. HOT-Basistherapie ohne Diät, ohne Antibiotika, ohne Antimykotika. Wir haben eine Göttinger Wohlfühlstudie gemacht mit Professor Hüter. Der ein oder andere von Ihnen wird den Namen schon mal gehört haben, ist ein ganz spannender Kollege. Wir haben uns in Österreich auf dem Kongress kennengelernt. Er hat da zur Melatoninsynthese durch Bakterien, Darmbakterien vorgetragen. Ich mache Darmsanierung seit, weiß ich, 25 Jahren. Und dann haben wir abends zusammengesessen beim Wein. Da habe ich gesagt, wäre doch mal interessant zu gucken, so Melatoninsynthese unter Darmsanierung.
verändert sich ja was und so. Und ja, können wir mal drüber nachdenken. Und dann habe ich ihn irgendwann in Göttingen besucht. Und dann haben wir drüber nachgedacht. Und dann haben wir das so gemacht, wie ich das eigentlich immer gemacht habe. Wir haben das natürlich gemeinsam entwickelt. Aber das ist das, was ich eigentlich seit 20 Jahren etwa mache. Reha-Paket, das ist Lachsöl, Spurenelemente, Vitamin B-Komplex Plus und Magnesium-Calcium, was man nicht resorbieren kann. Danach gibt es die orthomolekulare Darmsanierung in zwei Schritten. Einmal die Dünndarmsanierung, dann die Dickdarmsanierung. Verschiedene Zusammensetzungen mit Symbionten und so weiter will ich jetzt nicht drauf eingehen. Können sich sonst unten bei uns auch abholen am Stand, Hypoa-Stand. Und das haben wir natürlich nicht bei der Studie gemacht, gegebenenfalls Ernährungsumstellung auf naturnah, ökologische Frischkost, 2 bis 3 Liter Wasser am Tag. Ich habe vor ein paar Jahren in der Ärztezeitung gelesen, Urologen haben gesagt, höchstens 1/2 Liter Wasser pro Tag. Da habe ich gesagt, ja, wenn man mit der kaputten Niere sein Geld verdient, ist das genau richtig. Ansonsten ist das völlig krank. Das geht gar nicht. Es wurde ein Beschwerdescore gemacht und es wurde eine Psychometrie gemacht. Beschwerdescore, also bei Frauen meinetwegen auch prämenstruelles Syndrom und so weiter. Und dann so Kniegeschichten und Bauchgeschichten, Flatus und Obstipation und ich weiß nicht was alles. So, und alle Dinge jetzt aus dem Bereich der gastrointestinalen Störungen auf 100% gesetzt, waren nach 4 Wochen unterm Wohlfühlpaket, war nicht mal das Reha-Paket, Entschuldigung, das Wohlfühlpaket, das war also das Lachsöl, die Spurenelemente und Magnesium, Calcium, nur 3 Präparate, 40% Reduktion der Beschwerden und nach insgesamt 8 Wochen 92% Reduktion aller gastrointestinalen Störungen. Als Professor Hüther das am Ende der Studie auf dem Schoß hatte, die Werte, dass er davor, ich habe ein Problem mit der Studie, ich hatte ja zu Anfang schon ein Problem, aber jetzt habe ich erst recht ein Problem. Ich sage, wieso, was haben Sie für ein Problem? Sagt er, hier ist ein Wert von 92% Reduktion, sowas gibt es nicht. Ich kenne weltweit jede Menge Studien, es gibt keine mit 90%. Ich sage, was ist Ihr Problem? Das haben meine Mitarbeiter ausgerechnet. Ich sage, haben Sie doch tolle Mitarbeiter. Ich hatte ihm gesagt, 80-90% Reduktion von Beschwerden. So, dass da nun 92 rausgekommen sind, das ist ja so, das ist die Varianz. Eine andere Gruppe macht dann hinterher 88 oder sowas. Psychometrie. Typisch deutsche Verhältnisse, sage ich immer. Keine Aktivität, alle sind sie müde, alle sind sie depressiv und die Stimmung ist auch im Eimer. Und Sie sehen, nach kurzer Zeit ändert sich einiges und am Ende haben wir eine Bombenstimmung und eine super Aktivität und müde und depressiv ist auch keiner mehr. Das heißt, es ist eigentlich das Standardprogramm für unsere Politiker. Dann würden die irgendwann mal intelligent werden und könnten vernünftige Entscheidungen treffen. Habe ich schon gemacht, das dürfen Sie mir glauben. Ich kriege natürlich keine Antworten. Aber so ist es. Nein, Frau Merkel hat auch nicht geantwortet. Auch ihr Vorzimmer hat nicht geantwortet, um das mal auf den Punkt zu bringen. Wer geantwortet hat, war Frau von der Leyen. Das muss man dann auch sagen. Na, spricht für Sie. So, spricht für Sie. Und dieser kleine, schöne, wie heißt er denn? Ich vergesse den immer. Unser Zahnarzt? Nein, nee, Kinderarzt war der ja auch. Kinderarzt. Genau, Sie wissen, ne? Nein, der Rösler, ja, Rösler. Rösler. Rösler, ich meine, oder nee, Augenarzt war der. Ja, auf jeden Fall, Rösler hat natürlich nicht geantwortet. Dem habe ich in einem Zusammenhang geschrieben, der in der Familie lief. Das habe ich wieder aus Hannoveraner Patientenkreisen gehört. So, doch, naja, dann ist er vielleicht sensibel mal für eine andere Information. Nix. Die sind alle so blockiert. Die haben alle keine Zeit, die müssen alle ganz wichtige Sachen machen. Die deutsche Wirtschaft zugrunde richten, das deutsche Volk zugrunde richten. Das sowieso, ja. So, alle Beschwerden auf 100% gesetzt. Zu Anfang sehen Sie eine Reduktion um fast 80% in 3 Monaten. Da sagte Professor Hüther, unter einem völlig unspezifischen Ansatz. Ich sage, ja, Herr Kollege, unspezifisch, aber wir haben das substituiert, was jeder braucht und wovon jeder heute viel zu wenig hat. Und da waren noch 2 spannende Kasuistiken dabei. Die müssen Sie selber mal lesen, die sind so geil, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das glaubt einem sowieso keiner. Therapieergebnisse bei schwerer antibiotikapflichtiger Parodontitis. Das ist der sogenannte PADO-Test. Ich habe da Zahnärzte, mit denen wir lange Jahre zusammengearbeitet haben, im Kölner Raum. Und die haben diesen Test gemacht. Und da sieht man die Taschentiefe am Zahn 2,4 oder 24. Und hier steht Typ 5. Das sagt Ihnen erstmal nichts. Typ 1 und 2. Kann man konservativ behandeln. Typ 3 ist zu diskutieren, ob man Antibiotikum braucht. Aber bei Typ 4 und 5, die sind obligat antibiotikapflichtig. Die Antibiotika, die obligat sind, sind Metronidazol und Amoxicillin.
ist alles nicht so gesund, sind wir uns einig, ne? Wenn Sie, ja, gut, Dankeschön. Wenn Sie dann das öfter machen, dann haben Sie natürlich das ganze Immunsystem zerschossen. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wir sehen jetzt nach 3 Monaten Typ 2, die Taschentiefe ist zurückgegangen und hier unten ist auch die Besiedlungsdichte deutlich zurückgegangen, also wesentlich gesünder. Das ist eine Studie, die wir gemacht haben. Das waren die Dr. Rose Olberts, der Privatdozent Nettoschiel hat das in der Uni betreut. Ich hatte ja diese Sachen entwickelt und Sie sehen, nach 3 Monaten sind 50% gesund unter dieser Standardtherapie. Nach 4 Monaten sind 60% gesund. 100% aller AMMP8-Werte, Entschuldigung, sind gesenkt worden. Nicht ins Gesunde, aber gesenkt worden. Und dafür haben wir den sogenannten CARM Award 2013 von der Ministerin, Gesundheitsministerin in NRW, also in Düsseldorf bekommen. Leistungssport wird natürlich durch Silent Inflammation gehindert, ohne dass es auffällt. Die merken ja nichts. Einige Studienergebnisse. Achso, dass Sie das nochmal sehen, das ist die Angelique Kerber. Das sind unsere Damen aus Wolfsburg. Und das ist ein Segler, der Olympiasegler war und so weiter. Ganz kurz, Säurebasenhaushalt, das ist die Studiengruppe und das ist die Kontrollgruppe. Sie sehen eine geringe Versauerung in der Saison in unserer Gruppe und da haben wir mehr als 4% Verschlechterung, Säurezunahme. Beweglichkeit, freie Beweglichkeit, die Kontrollgruppe versauerte, wurde immer weniger beweglich. Unsere Gruppe hat sich 40% erweitert in der Beweglichkeit. Wenn ich bei solchen Leuten einen Bodycheck mache, dann weichen die aus und das war's. Und die brechen sich die Knochen oder reißen sich irgendwas ab. Kraftmessung, Differenz 40%. Schnelligkeit, 2,6%, ist ja gar nichts, ne? Aber wenn Sie über einen Fußballplatz laufen, dann ist die Frage, wer ist eher am Ball und am Tor? Und das sind die Damen, seitdem sie das alle konsequent machen. Champions League gewonnen, deutschen Pokal gewonnen und Bundesliga gewonnen. Interdisziplinäre Heilungsverläufe. Das ist das ITIS Protect, mit dem wir die Studie gemacht haben für die Zähne. Aber im Grunde genommen, deshalb stelle ich Ihnen das hier vor, da ist die Darmsanierung drin. Wir behandeln den ganzen Menschen. Das können Sie standardmäßig eigentlich fast jedem Patienten geben. Schutz vor Silent Inflammation, chronisch entzündliche Darmerkrankung, CMD, kraniomandibuläre Dysfunktion, Müdigkeit, Burnout, Schmerz und Zahnverlust. Gamma-GT-Lipase, Ausgangswerte schlecht, innerhalb von nur 4 Wochen häufig schon fast Normalwerte oder Normalwerte und nach 3 Monaten sind die Werte normal. Es muss keiner schlechte Leberwerte haben, wenn er sich vernünftig verhält. Kraniomandibuläre Dysfunktion, Allergie, Burnout. Sie sehen nach 4 Wochen schon eine Reduktion um 50-60% und nach 12 Wochen sind wir bei Restbestand von 10-15%. Das ist eine Verletzungsheilungsuntersuchung, nicht mit unseren Sachen, aber mit Vitaminspurenelementen an Rattenhaut. Die hat man dann immer wieder gerissen, geschnitten, gerissen und so weiter und substituiert nach und nach Vitamine. Und Sie sehen, die Heilung bis zur maximalen Reißfestigkeit unter Substitution war schon am 8.-9. Tag erreicht, während die anderen etwa 14-15 Tage brauchten. Das Verkürzung, Halbierung fast der Heilungszeit. Orthopädische Schmerzsyndrome und Fibromyalgie, das sind mehr als 3000 Schmerzpatienten. So, wenn ich da sagen kann, in 3 Monaten habe ich 90% der Leute gesund, nicht Disease gemanagt. Und das sind orthopädische Krankheitsbilder, dann kann ich nur sagen, Leute, ihr habt keine Ahnung von eurem Beruf. Ihr müsst mal euer Hirn einschalten, nicht da, wo es weh tut, hinspritzen, sondern überlegen, was passiert denn da? Warum sind die Menschen krank? Gynäkologische Schmerzsyndrome, PMS, Endometriosen. Die Damen unter Ihnen, die selber PMS gehabt haben oder haben, wissen, dass das ganz schlimm ist. Die Ehemänner, die so eine Frau haben, wissen, meine Frau hat psychisch irgendwo einen an der Klatsche. Eine Woche ist sie immer außer Verkehr, 3 Wochen ist sie eigentlich ganz lieb und nett, deshalb habe ich sie ja geheiratet, aber dann kann ich sie wieder einsperren, entsorgen, Dunkelkammer, weg. So, und wenn Sie die mit dem Reha-Paket füttern, haben Sie schon 50% der Frauen, die immer nett und lieb sind. Und wenn Sie noch eine Darmsanierung machen, dann sind die einfach wieder gut drauf. Ja, warum lässt man diese armen Frauen denn leiden? Und unfruchtbar sind sie dann ja häufig auch noch. Das ist ja eine Frustspirale, die immer schlimmer wird. Das ist eine alte Dame gewesen, über 70.
Die hatte überall, die anderen Extreme zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber da sehen Sie Lichifikation und so weiter. Und das ist nach 3 Monaten. So, die Kleinen haben Sie vorhin schon gesehen. 1 Woche Reha-Paket. Das gleiche Kind. Die Bilder habe ich der Charité geschickt. An Sterry, großen Professor Sterry, kenne ich noch aus Kiel, auch aus Lübeck, hinterher Ulm, jetzt in der Charité, der größte Hautarzt dieser Welt. Es interessiert aber nicht. Das sind die Dinge, die eigentlich wichtig wären. Trockene Scheide, Chemotherapie. Fragen Sie die Frauen, was man mit ihnen macht. Ja, kann man nichts machen, müssen mit leben und. So, und wenn wir dann das 4-Wack zum Beispiel einsetzen, auf Kakaobutterbasis, auch Bifidobakterien, auch Vitamine, Spurenelemente dabei, dann sehen wir Donnerwetter, denen geht es ja mal gut. Die brauchen ja gar nicht die Beschwerden zu haben. So, und das ist auch eine Universitätsbehandlung. Die Frau hat ein tiefes Rektum-CA, sagt, als die Bestrahlung losging, präoperativ, das wird warm. Da sagt die regierende Oberärztin, das können Sie gar nicht merken. Da sagt die Frau, es wird aber warm, als wenn die Sonne scheint. Da sagt die Dame wieder, das können Sie gar nicht merken. Ändert nichts, schaltet kein Hirn ein, ist wahrscheinlich durchlöchert gewesen oder so. PSE oder ich weiß nicht was. So, dann kommt die 3 Tage später zu mir, es läuft überall Flüssigkeit raus, es brennt, es tut weh, es ist ganz schlimm, das ist die Seite von hinten nochmal. Es ist nur grauslich, ist aber kein Strahlenschaden, hat die Tante gesagt, die regierende Oberärztin. So, und das ist nach 7 Tagen. Die habe ich vollgeknallt mit Antioxidantien. Die hat jeden Tag 1000 Mikrogramm Selen gekriegt, tödliche Dosis. Die hat Vitamin A, E-Lycopin, die hat ADEC gekriegt, bis zum Anschlag. Die hat 3-mal die Woche homöopathische Komplexmittel bekommen, an Meridianpunkte, mache ich als potenzierte Eigenblutbehandlung. Und dann sehen Sie innerhalb einer Woche so ein Bild. Und 4 Wochen später sollte sie oder wurde sie operiert an ihrem inoperablen Rektal-CA. Und der Operateur hat kein CA gefunden. Der hat dann prophylaktisch ein Stück rausgenommen, hier müsste es wohl gewesen sein. Das haben die so weggestrahlt, da ist nichts mehr gewesen. Nein? Aber das war kein Strahlenschaden. Ich habe sie dann sicherheitshalber nochmal in die Dermatologie in Kiel, in Lübeck, in die Uni geschickt. Und die dermatologische Oberärztin guckte einmal drauf, sagte, typischer Strahlenschaden. Ja, aber die drüben haben gesagt, das brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist Strahlenschaden. Thema durch. So, Lebensqualität, Präfinal, Tumorkranken. Das ist der normale Weg. Ich sage mal, wir sind offiziell nicht lebensverlängert. Das sage ich dem Patienten nie, dass wir lebensverlängert sind. Aber wir sind lebensverlängert. Ich habe sogar einen Onkologenbefund, da steht drin, man muss an der Primärdiagnose zweifeln aufgrund der Überlebenszeit. Pankreas-CA, 5 Jahre Überlebenszeit, geht gar nicht. Dann ist sie irgendwann gestorben, darf sie dann auch. Sie sehen, dass die Lebensqualität ganz anders ist und Sie sehen vor allen Dingen auch, dass das Gewicht ganz schnell hochgeht. Ich habe einzelne Patienten dabei, die haben 15 Kilo zugenommen innerhalb von 3-4 Monaten. Die sind wieder zum Skilaufen gefahren, die sind wieder in Urlaub gefahren mit der Familie und. Und ich sage jedem Krebspatienten zu Anfang, ich kann ihr Leben nicht verlängern, aber ich kann ihre Lebensqualität verbessern, sehr wahrscheinlich. Und wenn ihr System an die Grenze kommt, dann kippt das und dann haben sie noch 14 Tage, 4 Wochen und dann sind sie im Himmel. Und da sagt jeder Krebspatient in der ersten Sitzung, 14 Tage, 4 Wochen, kein Thema. Aber das, was ich jetzt habe im Augenblick, das ist nicht auszuhalten, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, und unser Ziel muss sein, als Ärzte, Leiden zu lindern, Lebensqualität zu verbessern und nicht zu sagen, komm, wir nichts machen, müssen wir mit leben. Typische Heilungsverläufe, chronischer Parodontitis, dauert einen Tick länger bei einigen Sachen. Hier sehen Sie Neurodermitis, kriegen wir klassisch weg, auch bei Säuglingen. Die Allergie geht deutlich zurück innerhalb relativ kurzer Zeit und der chronische Schmerz ist am ersten Tag häufig bei vielen schon reduziert oder ganz weg. Und dann kommt natürlich wieder was, wenn die Speicher aufgefüllt werden, dann kommen die auch zur Ruhe. So, wenn wir jetzt noch viel Zeit hätten, dann könnten wir über diese Folie lange diskutieren. Wenn Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, jeder von Ihnen kommt irgendwo aus einem dieser Pfeile und sagt, ich mache Psycho... Sie bitte? Oder aus allen. Ja, aber die meisten kommen mehr oder weniger aus einem oder zwei, so schwerpunktmäßig. Ne? Und die sagen, ich mache alles mit Psychotherapie, habe ich alle schon gehört. Also ich kann alles kraniosakral machen. Bei mir werden alle Patienten kraniosakral toll. Ich mache Akupunktur, 100% Trefferquote. Neuraltherapie, Wahnsinn.
dann sage ich immer, Leute, seid doch mal kritisch, guckt doch eure Patienten mal an. Ich glaube dir ja, dass du mit jedem Verfahren jeden Patienten oder fast jeden besser bekommst. Die Frage ist aber, wie gut bekomme ich die Patienten? Und mein Credo ist, wenn wir einen Patienten richtig gut bekommen wollen, dann müssen wir mehrere vernünftige Verfahren kombinieren. So, und da unten haben wir die akute Krankheit. Bei mir gilt immer ökologische Frischkost, 2 bis 3 Liter reines Wasser am Tag, aus einer Glasflasche, nicht aus Plaste. Auch nicht aus beschichteten Pfannen essen, auch kein Rapsöl essen. Ich kann das jetzt alles nicht aus denen hier, müsste man noch viel mehr sagen. Kein Rapsöl? Kein Rapsöl, ist Mist, können wir unten drüber reden. Oh. Fasten, der erfahrbare Atem, Sport, Bewegung an der frischen Luft. Und wenn jemand alt ist, dann kann er sich auch noch bewegen. Der soll ja nicht laufen, der soll nicht joggen, aber soll wenigstens an der frischen Luft sein. Entgiftung, Ausleitung durch die hypoallergene orthomolekulare Therapie, Darmsanierung. Und dann können wir darauf mit allen möglichen Verfahren aufbauen. So, ne? Richtig. Und dann ist jedes Verfahren viel effektiver, als wenn wir... Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? 10 Minuten. Ach so, wie habe ich noch? Ja, ganz einfach. Das haben Sie hier im Osten nicht mitgekriegt. Wir haben damals den Hybrid-Raps, wenigstens in Schleswig-Holstein habe ich das mitgekriegt, in den 70er Jahren bekommen. Ich weiß nicht, wie das hier war. Wir hatten bei uns auch Jäger. Und ich war damals in der Uni, meine Frau war in der Uni in der Landwirtschaft und dann kam irgendwann so Rückmeldungen, da liegen tote Rehe und tote Hasen auf dem Acker. Keiner wusste, warum die gestorben sind. Und dann dauerte das 6, 7 Jahre und dann hat man festgestellt, die haben von diesem Hybridraps zu viel gefressen. Die Tiere konnten den Raps immer gut vertragen, den wir nicht vertragen konnten. Da ist nämlich Erucasäure drin gewesen, ist jetzt noch ein bisschen drin, aber war viel drin. Konnten wir nicht vertragen, das ist rausgezüchtet worden durch diese Hybridzüchtung. Dadurch können die Tiere den nicht mehr vertragen, wir können den offiziell vertragen. Das Interessante ist, dass ich Schmerzpatienten habe, denen ich dann irgendwann Kopf gewaschen habe und gesagt habe, entweder trennen sich von ihrer Frau, wenn die sagt, das Rapsöl ist so toll, oder sie behalten ihre Schmerzen und jammern nicht rum. Habe ich kein Problem. Ne? Bin ich ganz rabiat. So, und dann haben sie sich zwar nicht von der Frau getrennt, aber irgendwann haben sie dann eingesehen, also gut, das Rapsöl lasse ich jetzt mal 4 Wochen weg. Und der eine oder andere kam dann wieder und sagt, ja, jetzt kann ich den Arm doch heben. Und sie meinen wirklich, dass das das Rapsöl war. Ich sage, sie können ja wieder Rapsöl trinken, essen. Sie machen sie Doppelblindversuch, ist doch ganz einfach. So, das Zeug ist Mist. Dann gibt es Fütterungsversuche, es gibt PubMed. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Englisch liest. Und so, wenn Sie in PubMed reingehen, Flaxseed, Canola Oil und dann Chicken zum Beispiel eingeben, dann kriegen Sie erstmal, weiß ich, 5.000 oder 10.000 Meldungen. Und dann lesen Sie hier und da, wenn Sie aufmerksam lesen und wenn das vernünftige Reporte sind, dass man höchstens 10-15% Raps in das Hühnerfutter reintun soll. Weil die sonst Minderwuchs haben. Und in der Uni in Kiel hat man in den 70er Jahren Fütterungsversuche gemacht mit Raps. Und ich war damals noch Student und dann hat man uns gefragt, wir waren ja Institutsangehörige, wollt ihr denn von den Hähnchen was haben? Da habe ich gesagt, von euren verhungerten Amseln soll ich was, wieso bist du Student, du hast doch kein Geld. Ich sage, nee, ich habe kein Geld. Aber kranke Tiere esse ich nicht. Die 100% Rapshähnchen waren entweder gestorben oder verhungerte Amseln. Und die gar keinen Raps hatten, die waren 3 bis 4 Kilo. Und das konnten sie wirklich 10%weise sehen. Da sage ich, so kranke Viecher soll ich essen? Ich sage, ich nicht. Ja, dann muss euch ja gut gehen. Ich sage, so schlecht kann es mir gar nicht gehen. Rapsöl kommt mir nicht ins Haus. Margarine auch nicht. Margarine ist auch nur ein Achsenfett und da gibt es bessere. Margarine ist denaturiertes, unter Umständen, hochwertiges Öl. Können Sie mir sagen, warum ich eine gute Ernährungsressource ruinieren soll, damit ich sie aufs Brot schmieren kann? So blöd kann ich doch gar nicht sein. Es gibt wunderbares Schmalz, Bioschmalz. Es gibt wunderbare Butter. Es gibt wahnsinnig tolle Öle. Wenn Sie Liebhaber von Olivenöl sind, decken Sie sich ein. Es gibt in Italien kein Olivenöl mehr. Wir haben gerade die Rückmeldung gekriegt. Die Ressourcen sind eingebrochen, weil letztes Jahr die Ernte schlecht war. Ernsthaft. Ich weiß noch gar nicht, wo ich meinen Ölbedarf herkriege. So, das sind so schlimme Sachen. Es gibt tolle Dinge. Sie können Leinöl nehmen, Sie können Nussöle nehmen, Sie können alles Mögliche nehmen. Sesamöl. Ja, das können Sie aber mit dem Olivenöl können Sie erhitzen, Sie können Sonnenblumenöl erhitzen, Sie können Kokosfett erhitzen, Sie können Schmalz erhitzen, Schmalzgebackenes. Nee, das können Sie aber nicht erhitzen. Da hat sie recht. Distelöl können Sie nicht erhitzen. Nee, das polymerisiert sofort. Das war keine gute Idee. Distelöl geben wir in Salat. Das können Sie meinetwegen, wenn Sie das mögen. Ich mache es nicht so gerne, auch so trinken. Aber
Erhitzen sollte man das nicht. So, das ist der Hund meiner Tochter. Haben Sie noch Fragen? Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Oder habe ich Sie jetzt erschlagen? Ich liebe meinen Beruf. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Wir haben den schönsten Beruf, Sie alle, die Sie da sitzen. Sie lassen sich den von irgendwelchen Schwachmaten kaputt machen. Ich habe noch in meiner Endphase Kassenmedizin, dieses dicke Buch Heil- und Hilfsmittelverordnung gekriegt. Nee, ich weiß doch, wo ich den Nerv treffe. Ich kenne mich doch aus. Da habe ich meiner Helferin vorne gesagt, ich sage, Frau Rosemann, das war damals meine Helferin, Sie rufen bitte in der und der Praxis an, KG-Praxis, und machen 3 Rezepte fest. 1 ohne Wiederholung, 1 mit einmal Wiederholung und 1 lebenslänglich. Wie? Ich sage, und dann füllen Sie die Rezepte aus. Das darf ich nicht. Ich sage, Frau Rosemann, wer ist Ihr Chef? Hier in dieser Praxis bin ich der Chef. Wir machen 3 Rezepte. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich durch 500, 600 Seiten durcharbeite, damit irgendwelche Idioten kontrollieren können, was ich aufgeschrieben habe, vor dem Hintergrund, dass jeder halbwegs vernünftige KG sowieso nicht das macht, was auf diesem blöden Rezept draufsteht. Können Sie mir mal sagen, was dieser Blödsinn soll? Und das lassen Sie sich alle antun. Sie sitzen alle da und so, ich muss mal gucken und oh, ist doch ganz schwierig. Das ist überhaupt nicht schwierig. Die Idioten sind schwierig, die muss man vorführen. ICD-8, ganz schwierig, Aufwand. Da habe ich gesagt, Kollegen, da war ich noch Landesvorsitzender. Worüber regt ihr euch überhaupt auf? ICD-8, die kriegen bei mir sowieso alle 20 Diagnosen. Und dann können die da frei flottieren und tschüss, schönen Abend. Die können diskutieren, was sie wollen. Die Leute sind doch alle schief und krumm. Die haben doch alle kaputte Füße. Die haben doch alle kaputte Knie. Die haben alle ihre Hautprobleme. Die haben ihre Fettstoffwechselstörung. Die haben... die schreibe ich doch alle rein. Dann mache ich sie doch alle glücklich. Dann war ICD-8 nicht ausreichend. Dann kam ICD-9. Oh, wieder ein großer Aufstand. Ich sage, gleiche Wichse. Was wollt ihr denn? Da wird für Mediziner alle paar Jahre eine Sau durchs Dorf getrieben. Und sie alle reiten hinter der Sau her und sagen, mutzig. Nehmen sie gar nicht. Lassen Sie doch die Idioten da hinterherlaufen. Schalten Sie doch Ihr Hirn ein und überlegen Sie, was kann ich lernen? Sie sind ja hier, Gott sei Dank. Was kann ich lernen, um Probleme meiner Patienten zu lösen? Und wenn Sie Probleme lösen, nicht managen, lösen, dann sind sehr viele Patienten, selbst ganz arme Leute, bereit, Ihnen was zu bezahlen für diese Lösung. Aber es muss eine Lösung sein. Es muss nicht Stuss sein. Und bevor wir uns auflösen, erzähle ich noch ganz kurz eine Geschichte. Mir ist so ein kleiner Junge vorgestellt worden. Schneeweißes Haar, schneeweiße Haut. Vom Typ her wissen Sie dann schon, was ich meine. Vorne nichts, hinten nichts, oben nichts, unten nichts. Sie müssen was für unseren Sohn tun. Ich sage, gnädige Frau, ganz einfache Frau, ganz einfach gekleidet. Ich sage, gnädige Frau, das, was Ihr Sohn braucht, das zahlt alles die AOK nicht. Ich sage, es tut mir leid, aber da können wir AOK-mäßig gar nichts machen. Da sagt sie, das weiß ich. Ich habe mich ja informiert, ich habe Sachen von Ihnen gelesen. Ich bin jetzt 2 Jahre putzen gegangen und ich habe alles Geld, was ich beim Putzen verdient habe, auf ein Sonderkonto gelegt. Unser Kinderarzt hat gesagt, als ich ihm den das dritte Mal vorstelle und sagt, Sie müssen doch was tun, im Zeitraum von 1,5 Jahren oder so, hat der Kinderarzt gesagt, es gibt auch einige Kinder, die eher in den Himmel gehen. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, die kriegt natürlich andere Rechnungen von mir. Aber nach 8 Wochen kommt sie rein mit einem rosabäckigen Jungen, knallt ihm auf den Arsch, muss ich sagen, und sagt, gucken Sie mal hier, jetzt hat er einen Arsch in der Hose. Und das nach 8 Wochen. Und die Frau ist putzen gegangen. Also das ist eine Frage da oben. Was habe ich für Prioritäten? Was ist mir wichtig? Muss ich auf die Malediven? Muss ich das dickste Auto haben? Muss ich, ich weiß nicht, was alles haben? Oder kann ich hier und da ein bisschen umschichten und überlegen? Und wenn jemand sagt, Bioernährung ist zu teuer, dann gibt es amtliche Zahlen, die kostet 100 Euro mehr im Jahr. Die einen sind Müllfresser und die anderen essen gute Qualität und da liegen 100 Euro dazwischen. Da kann ich nur sagen, jeder kann sein Hirn einschalten und sich gesund ernähren. Vielen herzlichen Dank. Applaus